Hallo. Die Stefanie hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Naturwissenschaftlerin von Beruf. Ich habe keine Sozialwissenschaft studiert, aber ich habe mich immer gerne politisch engagiert und ich bin auch in meiner Jugend in der linken Szene sozialisiert worden. Deswegen möchte ich heute einen kleinen Vortrag über den Frauenhass in der linken Szene und bei den Queers vorstellen. Und ich möchte versuchen, euch ein bisschen geschichtlich zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass die linke Szene die queere Szene oder den Queerfeminismus aufgenommen hat, beziehungsweise inkorporiert hat und warum die beiden Szenen so gut zueinander passen heute. Und warum man eben leider Gottes eben oft gar nicht mehr differenzieren kann, ob es sich um Queerfeministen oder um Linke handelt. Genau, ich habe, wie gesagt, Bekanntschaft mit der linken Szene gemacht, bin rausgeflogen irgendwann, wurde als TERF betitelt, als toxisch. Was unter anderem der Stein des Anstoßes war, war eben mein naturwissenschaftlicher und materialistischer Standpunkt. Mit materialistisch meine ich nicht auf Reichtum aus, sondern ich meine den marxistischen Begriff Materialismus. Und das war eben der Stein des Anstoßes. Ich würde ganz kurz einmal gern vorstellen, aus welcher Ecke ich eben komme. Das ist der marxistisch-sozialistische Feminismus. Ich habe mich viel mit Alexandra Kollontai und Rosa Luxemburg beschäftigt, inklusive deren Ideen. Die haben eben schon vor weit über 100 Jahren die Idee gehabt, dass Frauen nicht nur irgendwie Choices machen können und irgendwie ein bisschen ihr Leben ändern, sondern dass Frauen tatsächlich befreit werden müssen und sich selbst befreien müssen, nicht nur vom Patriarchat, sondern auch von kapitalistischen Zuständen der Ausbeutung. Wir wissen natürlich auch, dass diese beiden Sachen miteinander interagieren. So die ökonomische Ausbeutung und die sexuell-reproduktive Ausbeutung von Frauen. Kollontai hat zum Beispiel auch eine Kritik der Prostitution geführt, dass diese eben die Gesellschaft zerstört und natürlich insbesondere die Frauen. Die Frage, und da komme ich jetzt schon zur ersten Verwebung mit der queeren Szene, die Frage nach, was ist eine Frau, hat sich Feministinnen in den ersten Wellen und insbesondere den sozialistisch-marxistischen Feministinnen nie gestellt, weil allen klar war, was eine Frau ist und was eine Frau konstituiert. Um auf Sarahs Vortrag zu kommen, Frauen wurden eben als kohärente Klasse gesehen, die gemeinsame Erfahrungen haben und durch diese gemeinsamen Erfahrungen dazu gebracht werden oder sich zusammenschließen, um ihre Interessen zu vertreten. Diese Frage eben nach, was ist eine Frau, hat sich damals noch nicht so gestellt. Deswegen ist das, was im Queerfeminismus heute passiert, eben eine Strategie, um Frauenrechte zu untergraben und aufzulösen. So, und was ich dann noch kurz zu der Biografie von Kollontai und Luxemburg sagen möchte, das kommt dann noch mit in Charakteristika und Geschichte der linken Szene mit rein, ist, dass beide von ihren männlichen Genossen dem Tod und der Verbannung preisgegeben wurden. Das ist eine sehr traurige Geschichte. In beiden Fällen zu Alexandra Kollontai kann ich sagen, dass sie zwar den stalinistischen Terror überlebt hat, aber im Endeffekt in Obskurität sterben musste und sehen musste, dass viele der Sachen, für die sie gekämpft hat, also die Rechte der Frauen in der Sowjetunion, dass diese untergraben wurden. Eben unter anderem unter der Herrschaft von Stalin. Genau, zur Charakteristika und Geschichte der linken Szene. Die meisten wissen von euch, dass es im Endeffekt natürlich mit Marx und Engels und der Industriegesellschaft begonnen hat. Das brauche ich jetzt nicht groß wiederholen. Wir haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen massiven Aufschwung der kommunistischen Ideen. Wohl angemerkt, das war noch marxistisch, kommunistisch. Und natürlich wurde das auch mitgetragen von den ersten Frauenrechtlerinnen. Zuerst gab es in Deutschland zum Beispiel, ich spreche jetzt spezifisch über die deutsche linke Szene, die auch sehr einflussreich war. Marx und Engels waren ja selbst auch Deutsche und eben auch viele Feministinnen. So, zuerst gab es den Allgemeindeutschen Arbeiterverein 1863 und dann wuchs sich das Ganze in die SPD aus, was wir heute als SPD kennen. Ich möchte nämlich auch auf die Parteienlandschaft zu sprechen kommen, nicht nur auf die linke Szene an sich von irgendwelchen Menschen, die sich jetzt obskur als links definieren, sondern auch das, was die Parteienlandschaft heutzutage als links oder sozialdemokratisch versteht und wie die eben zu diesen queeren Inhalten auch stehen. Genau,
Wenn man jetzt geschichtlich drauf kommt, gab es eben dann den Spartakusbund, wo ich nochmal auf Rosa Luxemburg zu sprechen kommen möchte. Das war am Ende des Ersten Weltkriegs. Viele der Kommunisten, Marxisten waren Kriegsgegner und wollten den Krieg beenden. Währenddessen hat in Russland die Oktoberrevolution stattgefunden. Und Rosa Luxemburg wurde im Endeffekt von ihren Genossen in der SPD, die sich aufgespalten hat in MSPD und USPD, dem Tod preisgegeben. Ihre eigenen Genossen haben sie ans Messer geliefert und haben sie haben die Information, wo sie sich befindet, an einen militaristischen, nationalistischen Freikorps gegeben, die dann eben Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet haben. Insbesondere war Rosa Luxemburg auch immer eine sehr unbequeme Feministin, die ihre männlichen Genossen konfrontiert hat und nicht nur die Befreiung der Arbeiter gefordert hat, sondern auch die Befreiung der Frauen. Die Geschichte der Linken im Zweiten Weltkrieg ist uns bekannt, also Verfolgung von Kommunisten. Und meine These dazu ist auch, dass ein sehr großer Teil eben auch der tatsächlichen Kommunisten, Marxisten und auch viele Frauenrechtlerinnen unter den Nazis verschwunden sind in Deutschland. Dann kommen wir zu den 68ern. Das ist die Generation, die das beerbt hat. Und mit der 68er-Bewegung beginnt auch das große Problem mit dem Feminismus in der linken Szene. Die 68er-Bewegung war ursprünglich eben etwas, eine Bewegung, die eigentlich nur den Vietnamkrieg irgendwie abgelehnt hat, so ein bisschen für Frieden waren, Proteste gegen Wiederaufrüstung in Deutschland. Im Endeffekt hat sich die Bewegung, die ihr sicher alle kennt, verlaufen in Selbstverwirklichung und irgendwelchen alternativen Projekten. Tatsächlich politischen Einfluss haben sie nicht bekommen, der wurde ihnen von der SPD so ein bisschen weggenommen. Und auch der Feminismus, den die linke Szene damals vertreten hat, war geprägt von dem Konflikt. Erst haben sie nämlich überhaupt keinen Feminismus vertreten. Da gibt es einen sehr spannenden bzw. witzigen Flyer, den die Emma gepostet hat. Das werde ich euch eventuell in den Chat verlinken, dann könnt ihr euch das mal anschauen, wo sich der Weiberrat von Frankfurt, so haben die sich genannt, das waren eben Studentinnen, Aktivistinnen damals, die sich gegen die Unterdrückung durch ihre männlichen Genossen aufgelehnt haben, die keine Frauenbefreiung im Sinn hatten, sondern auch die freie Liebe der 68er-Generation hieß primär die Befriedigung der Wünsche von Männern und das Aufrechterhalten des Patriarchats. Was anderes war es nicht. Und der Klassenkampf, das, was eigentlich marxistisch war, das ging auch in der 68er-Bewegung langsam verloren. Die hat sich abgewendet vom klassischen Arbeiterkampf, Befreiungskämpfen hin zu irgendwelchen alternativen Projekten, wie ich schon gesagt habe. Robert Kurz nannte das Unmittelbarkeitsfetisch, dass sie sich immer mehr irgendwelchen tagespolitischen Sachen hingeben, aber weniger irgendwie sich mit gesellschaftlicher Analyse beschäftigen. Der letzte große Einschnitt neben solchen Geschichten wie der RAF, die dann der Terrorauswuchs der linken Szene waren, der letzte große Einschnitt war eben der Zerfall der Sowjetunion und damit ist die linke Szene an sich in zwei Teile zerfallen, in eine obskure Szene, die sich in AZs herumtreibt, also autonomen Zentren, und eben in eine Parteienlandschaft, die sich aus Grüne, Linke und SPD zusammensetzt, die sich so einen realpolitischen Anstrich eben geben, aber die eben auch unter diesem Aspekt leiden, dass sie sich nicht mehr wirklich für Befreiung einsetzen, sondern eben für irgendwelche neoliberalen, kapitalistischen Ideen. Genau. Was konstituiert jetzt eigentlich die Ideologie der linken Szene? Das wäre Antifaschismus als Antwort auf den Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Wie es darum bestanden ist, sieht man ja teilweise in Parteien wie der SPD, für die das überhaupt nicht mehr so wirklich ernst ist. In der linken Szene ist es oft alles, aber fragwürdig, wie das dann umgesetzt wird. Man hat eigentlich keine Antwort, wie man faschistischen Tendenzen begegnen will. Toleranz, Antirassismus. Der Antirassismus ist oft wichtiger oder der vermeintliche Antirassismus der linken Bewegungen ist wichtiger als die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen. Das ist ganz entscheidend. Rassismus toppt Sexismus. Die Gleichberechtigung, aka Gender Equality, wie sie auch gern von den Parteien propagiert wird, sagt auch schon sehr viel, der Begriff Gender Equality, welches Mindset sie heute haben. Dann gibt es eben solche Beschäftigungen auch noch wie Umweltschutz, was auch leider Gottes viel von den Frauen da übernommen wurde.
Das ist so ein Ausweichen, weil man die eigentlichen gesellschaftlichen Probleme nicht mehr angehen will. Nicht sagen, dass Umweltschutz nicht wichtig ist, die Klimakrise zu bekämpfen, aber es ist oft ein Ausweichthema für die Linken gewesen, gerade für auch die linken Frauen, weil der Kampf um Befreiung eben sozusagen verloren wurde an vielen Stellen. Genau, die Linken sind auch bekannt dafür, dass sie sich gerne in 100.000 Untergruppen aufspalten. Das passiert in einem gewissen Maße auch mit feministischen Gruppen, gerade eben, wenn sie Kontakt mit der linken Szene haben. Kommunistisch, das möchte ich sagen, ist keine dieser Bewegungen, sowohl die linke Szene in Anführungsstrichen mit ihren verschiedenen Unterteilungen, kann man jetzt in antideutsch, antiimperialistisch und so weiter unterteilen, die sind nicht mehr kommunistisch meistens, die sind eher so eine Art Bewegungslinke, besonders die antiimperialistischen Linken, aus einem Bauchgefühl heraus von irgendeiner gefühlten Ungerechtigkeit heraus handeln diese Leute und schließen sich dann in der Szene an. Und die Politik, also die Parteienlandschaft, orientiert sich auch sehr stark an kapitalistischen Ideen. Die meisten sind eben theoriefern. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben nach Warenfetisch fragen würde, würde ich sowohl in linken Parteien als auch in der linken Szene große Fragezeichen sehen. Es gibt eine hohe Theorieferne und man ist ganz oft auf seine Unbildung auch so ein bisschen stolz. Genau, diese linke Szene hat sich eben zurückgezogen. Es gibt kaum Kontakt zur Realität, also sowohl zur Realität von Frauen als auch zur Realität der Arbeiterklasse, insbesondere arbeitenden Frauen, gibt es keinerlei Berührungspunkte mehr. Ich möchte das mit einem kleinen Zitat beenden von Friedrich Nietzsche zu dem Thema Ideologie der Szene. Nietzsche hat mal gesagt, auch wenn ich ihn selbst für keinen sonderlich guten Menschen halte, der auch frauenfeindlich war, Nietzsche hat gesagt, weil der Sozialist schlecht ist, hält er die ganze Welt für schlecht. Und das ist durchaus ein Denkansatz, den man in der Linken sehen kann, dass sie ihre eigene Verkommenheit versuchen zu kompensieren, indem sie so eine Art Tugendterror auf die ganze Welt versuchen loszulassen. Und das passt perfekt zusammen mit dem, was der postmoderne Queerfeminismus mitbringt. Warum sind diese beiden Szenen also miteinander verschmolzen? Natürlich, die linke Szene hat auf die Geschichte reagiert, das habe ich auch gesagt. Der Zerfall der Sowjetunion war sozusagen der letzte Stoß, der letzte Todesstoß für die Befreiungskämpfe und damit leider Gottes auch für feministische Ideen. Die Ideologie der Queer Theory ist zu einem guten Teil aus den USA importiert. Wie wir wissen, Judith Butler ist die geistige Mutter, auch wenn sie den Begriff Mutter sicherlich ablehnen würde. Diese Theorie kommt eben zum Teil aus den USA. Auch der Aktivismus wird sehr häufig imitiert, wie er in den USA passiert. Zum Beispiel als die Black Lives Matter Bewegung, jetzt zwar habt ihr sicher mitbekommen, haben sehr viele deutsche Linke das einfach kopiert und eben auch viele Leute, die sich dem queeren Spektrum zuordnen, haben natürlich erstmal betont, wie wichtig Antirassismus ist. Deutsche Vertreter des Queer-Feminismus auf der theoretischen Ebene sind eben Sabine Haag oder Gabriele Dietze. Die Queer Theory entlehnt sich im Endeffekt halt dem Poststrukturalismus. Das ist eine Ideologie, es ist eine philosophische Strömung eigentlich mehr, die sich so ein bisschen von dem universalen Weltbild abkehrt. Und das ist eine ganz entscheidende Sache. Wir kommen hin zu einer Individualisierung. Die Perspektiven sollen nicht mehr auf Klassen sein, sondern auf irgendwelche Individuen, die irgendwas tun in der Gesellschaft. Und primär geht es eben darum, ob man sich irgendwie unterdrückt fühlt oder empowered fühlt. Das ist das Ergebnis aus dieser Denkweise. Man kommt eben weg von einer Gesellschaftskritik materialistisch-kommunistischer Art mit universellen Werten hin zu einer, ja, jedem das seine Ideologie, nenne ich das jetzt mal bösartig. Und deswegen passt die linke Szene sehr gut zusammen mit der Queer-Szene, da sie eben diesen materialistischen, marxistischen Ansatz aufgegeben hat und sich dem Kapitalismus irgendwo ergeben hat. Besonders interessant ist natürlich eben auch, dass der Aspekt der Ausbeutung von Frauen bei den Linken eben nicht mehr thematisiert wird oder nur so augenscheinlich thematisiert wird. Und das bedeutet jetzt natürlich konkret, wie sieht die Frauenfeindlichkeit in der linken Szene heutzutage aus? Ich möchte das mit einem kleinen Alice Schwarzer Zitat beginnen. Der Linke würde lieber den letzten bolivianischen Bauern befreien als seine eigene Frau. Und da ist tatsächlich sehr viel dran.
Die Frauenfeindlichkeit in der linken Szene war immer ein großes Thema. Wie ich gesagt habe, die Genossinnen in der 68er-Revolte haben das schon deutlich gemacht, was erwartet wird. Da gibt es auch einen schönen Artikel von der Süddeutschen, den werde ich euch auch mal noch in den Chat posten. Die Überschrift war 68er-Bewegung, Frauen zwischen Kaffee kochen und Tomaten werfen. Das ist sehr treffend. Einerseits hat man von den Frauen so eine Art Bilderbuch Aktivismus immer erwarten. Auf der anderen Seite sollen sie sich zu Hause aber schön den klassischen Rollenbildern fügen. Genau das hat die 68er Frauen gestört und das war auch kohärent bis heute so. Im Endeffekt erwartet die linke Szene von den Frauen, die teilnehmen, Aktivismus, aber natürlich nicht für sich selbst als klasse Frau, sondern eben als Beisteherin ihrer männlichen Genossen. Da geht es dann mal zum Beispiel um Projekte für Obdachlose oder Projekte gegen Rassismus. Also jede Art von Unterdrückung, die es gibt, ist immer schlimmer als die, die natürlich Frauen betrifft. Das wird in der linken Szene so zwar nicht direkt, aber indirekt durchaus propagiert. Die Frauen sollen also die Arbeit verrichten. Also wenn man zum Beispiel mal guckt, Organisationen in linken Projekten, das ist auch aus meiner Erfahrung so, läuft es häufig darauf hinaus, dass zum Beispiel solche Arbeiten wie Putzen, irgendwelche Kinder beaufsichtigen, an Frauen hängen bleiben. Und die Queer Theory hat im Endeffekt mitgebracht, dass Frauen sich nicht mal mehr Frau nennen dürfen, geschweige denn ein Interesse daran zu haben, sich als Klasse irgendwie zu vertreten und aktiv zu werden. Genau, um einige Beispiele aus der Geschichte noch zu bringen, schon solche Genossen, in Anführungsstrichen nenne ich das jetzt mal, wie Andreas Bader, haben ihre weiblichen Genossinnen gerne mal als Fotzen bezeichnet. Und auch er hat zum Beispiel von seiner Partnerin Gudrun Enzli eine gewisse Unterwerfung gefordert. Da kann ich euch empfehlen, von Sascha Vukadinovic, Promotion oder Dissertation, ich weiß es nicht genau, jedenfalls der hat sich damit beschäftigt, wie die Frauenfeindlichkeit und Homophobie unter anderem auch in der RAF sich geäußert hat und in diesen Bewegungen in den 70er Jahren. Denn sie waren nicht nur frauenfeindlich, sie waren natürlich auch ganz oft homophob. Das ist natürlich etwas, was man heute nicht mehr offen zugeben würde, dass man homophob ist. Das wird heute eben im queeren Kleid präsentiert. Aber im Endeffekt ist man nicht damit einverstanden, dass Männer nur Männer lieben wollen oder Frauen nur Frauen lieben wollen. Nein, das darf man nicht mehr. Es wird aber nicht mehr offen gesagt. Das kennen wir alle. Es ist dieses, wie hieß das, also nicht nur jetzt Cotton Ceiling, solche Begriffe, die genannt werden, dass zum Beispiel auch transidente Personen Zugang zu Frauen kriegen sollen, sondern der Begriff Gay oder Lesbian wird verwendet, obwohl die Sexualität der Leute überhaupt nicht dies ist. Also die Begriffe werden auch entfremdet und verwaschen von der linken Szene und der queeren Szene auf beiden Seiten. Warum also Frauenfeindlichkeit in der linken Szene? Es ist ein Ausdruck der eigenen Unreflektiertheit ganz oft auch einfach. Man ist theoriefern und realitätsfern. Man interessiert sich nicht für die Realität von Arbeitenden und man interessiert sich ganz besonders nicht für die Realität, in der Frauen leben. Linke Männer unterscheiden sich im Kapitalismus, im Patriarchat nicht wesentlich von anderen Männern. Sie geben nur vor, anders zu sein, was ganz besonders perfide ist. Sie erwarten eigentlich eine herkömmliche Unterwerfung der Frau und damit auch eine Unterwerfung im Alltag, als auch ideologische Unterwerfung. Das heißt, dass Frauen willens den Begriff Frau aufgeben sollen und ihn an Männer abgeben sollen. Diese bestimmen, was eine Frau ist und was nicht. Im Endeffekt, das Einzige, was man Frauen lässt, ist, dass sie sich irgendwie empowern, deswegen passt auch ganz gut selbst empowern, deswegen passt es auch ganz gut, diese Slogans wie Porn is Empowerment, Trans Women are Women, Sex Work is Work, das sind alles Sachen darüber, sollen sich Frauen angeblich irgendwie noch selbst empowern, so Slogans, die gut in eine kapitalistische Gesellschaft passen, wo Frauen Körper kommodifiziert werden. Die beiden Strömungen passen also eben sehr gut zusammen und sind deswegen auch verschmolzen. In jedem AZ findet man heute ein Awareness-Team, die eine Pronomenrunde fröhlich abhalten, bevor sie eine Sitzung beginnen. Ich habe das selbst erlebt. Wie gesagt, ich bin in der linken Szene sozialisiert worden und habe den langsamen Zerfall und die Unterwanderung durch Transrechtsaktivisten und Queerfeministinnen, die oft eins sind, leider mitbekommen und wurde unter anderem auch deswegen verstoßen.
der Aufhänger für den Shitstorm, den ich vor, ich glaube, 6 Jahren war das jetzt, bekommen habe, dass ich einem transidenten Mann, der sich als Transfrau bezeichnet hat, ich habe ihm widersprochen, als er gesagt hat, es gäbe 7 Milliarden Geschlechter. Ich war auch nicht so ganz einverstanden mit dem Satz, gerade als Naturwissenschaftlerin hat mich das sehr gekränkt und traurig gemacht, dass Chromosomen ja eigentlich nichts machen. Das sind alles Zitate, die ich gerne mit Screenshots unterlegen kann. Ich habe das gesammelt. Ich fand das fast schon unterhaltsam, wenn es nicht eine traurige politische Realität wäre. Ich werde, wie gesagt, noch ein paar Sachen eventuell in den Chat posten. Ich kann euch nur empfehlen, mal Luxemburg oder Kollontai zu lesen. Ich habe auch einen Link hier zu der Rede, die Alexandra Kollontai unter anderem gegen Prostitution gehalten hat. Ich kann euch empfehlen, Freiheit ist keine Metapher zu lesen, wo ich unter anderem selbst Autorin mit war. Da würde ich euch vor allen Dingen die Beiträge von Naida Pintul und Hannah Kassimi ans Herz legen, die sich auch mit den Auswüchsen der queeren Szene beschäftigt haben. Die so ziemlich alles von Sascha Vukadinovic, der sich eben mit verschiedensten Themen beschäftigt hat, diesbezüglich, also linke Szene, Queer Theory und eben auch der alten Linken. Gerd Könens Rotes Jahrzehnt und Nie wieder Deutschland von Jan Gerber beschäftigen sich eben auch nochmal mit der linken Szene. Genau. Ja, das wäre es erstmal soweit von mir und dann, glaube ich, kommt die Fragerunde an Sarah zuerst, ne?